Wer ist das? Das braucht dich nicht zu interessieren. Du brauchst nichts von all dem zu wissen. Der einzige Score, der hierher gehört, bist du. Weißt du, wohin du gehen musst? Weißt du, wie du zurückkommst? Schaffst du das alleine? Nein. Oder auch doch. Ich schaffe das schon mal. Natürlich in Gedanken. Achso, hier bin ich nicht alleine. Ich bin nicht allein. Weil ich Freunde habe, die mir antworten. Wo seid ihr alle? Renoir, wo bist du? Sel, Delphi, Christus, Urban, Renoir. Bin ich alleine? Renoir, ich will deine Stimme hören. In welche Richtung muss ich gehen? Alleine kann ich nicht zurück. Ja, verloren in der Zeit. Bin ich wieder allein? Wo bin ich? Hilfe! Tja, irgendwo im Nichts.
Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist da passiert? Aber ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Es ist aber so, dass es kann so sein, dass Rinoa Artemisia ist. Also Rinoa ist die Zukunft aus der Hexe. Ne? Weil wie die Mama schon sagte, eine sterbende Hexe verliert ihre Kräfte immer. Und da Rinoa auch eine Hexe ist, naja, ihr wisst ja. Wie sie dazu wird, weiß man nicht. Viele Fragen bleiben unbeantwortet, aber dass Artemisia... Oh Gott, ist jetzt wieder kitschig. dass Artemisia Rinoa ist, kann man daher ableiten, dass Guiva... Dass die GF Guiva hieß, so wie die Kette von Squall. Und ja... So, in etwa. Ja, ja, der gute ist Cypher. Und Fujin und Raijin und... Was soll man so ins Wasser schuppen? Ja, ja, Cypher hat wieder seinen Frieden geschlossen. Und jetzt geht's ihm wieder gut. Ach ja, seine Wayne. Thank you.
Ja, das war's. Wir haben Final Fantasy 8 durchgespielt. Juhu! Und wie fandet ihr das Spiel? Oder wie findet ihr es und wie fandet ihr das Ende? Was sagt ihr dazu? Sagt ihr auch, dass Renoir die Hexe Artemisia ist? Und ja, warum sie das macht, weiß man nicht. Wir haben wieder viele Fragen geklärt. Ja, der Abschlussball, den Selfie so liebevoll vorbereitete. Ja, auf jeden Fall. Dass Laguna Squalls Vater ist, weil Wayne ja bei der Geburt gestorben ist und so weiter und so fort. Ach, ist das. 70 Stunden habe ich dran gesessen. Ah, schönes Spiel. Schönes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Dass die Hexe der jetzt wieder normal ist. Sieht man, glaube ich, jetzt auch auf dem Video. Ja, da ist sie. Zusammen mit Direktor Sid. Zählen und seine geliebten Hotdogs. Wo er sich dran, fast drin verschluckt. Ja. Ah. Sie ist wirklich. Naja. Man weiß es nicht. Aber gut. Wie gesagt, schönes Spielchen. Hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Oh ja, und als nächstes machen wir natürlich. KOTOR, ne? Weil wartet er ja schon ewig drauf. Und natürlich noch ein anderes Spiel dazu. Mal schauen, aber KOTOR hat erstmal Priorität, damit er das erstmal wieder regelmäßig bekommt. Und dazu noch was anderes. Mal schauen. Beziehungsweise nein, dazu noch was anderes. Liberi Fatali. Soprano. Ich wusste es. Die Mafia. So. Recorded Warner Wars. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Oh, zum ersten Mal nicht grummelig. Na, immerhin. Ende 1999 von Square. Ach ja. Sehr schönes Final Fantasy. Nicht das Beste. Ich finde T10 noch vom Kampfsystem noch ein bisschen besser sogar. Vom Ability-System vom Zero. Dieses Schachbrett. Zeros Brett, wie das auch immer ausgesprochen wird. Finde ich noch ein bisschen besser. Also dieses Kopplungssystem. Ja, aber sonst. Super. War nicht schlecht. So. Das ist, glaube ich, Ende im Gelände. Ja. Ich verabschiede mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei KOTOR. Ne? Oder bei einem anderen Let's Play, was ich jetzt noch nicht sage. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.